Ich habe heute für Sie eine Frau eingeladen, eine Legende der Weltgeschichte. Und Sie werden sagen, wie kommt es, dass diese Frau ins Studio kommt? Es ist nämlich Maria Theresia. Und ich sage, wie das geht. In der Kunst geht das alles. Und heute ist Maria Theresia bei uns zu Gast. Eine faszinierende Frau. Eine faszinierende Frau der Weltgeschichte. Und ich habe über Maria Theresia eine Oper geschrieben, die in der Nationaloper in Bratislava uraufgeführt wurde und dort gespielt wurde. Warum Bratislava? Warum Pressburg? Weil sie dort zur ungarischen Königin gekrönt wurde. Maria Theresia war ein außergewöhnliches Kind mit einem Liebreiz, mit einem Charme. Und sie war so beliebt, dass die Menschen am Hof sie Resel nannten. Als sie älter wurde, hat sie sogar konzertiert und den Wiener Hof begeistert mit italienischen Arien. Wobei man sagen muss, in dieser Zeit war die En Vogue-Musik am Wiener Hof die italienische. Als sie etwas älter wurde und ins heiratsfähige Alter kam, hat sie ihr Köpfchen verwendet und hat gegen den Willen ihres Vaters, Kaiser Karl VI., die Heirat, die Liebesheirat mit Franz Stephan von Lothringen durchgesetzt. Und in meiner Oper habe ich ein wunderbares Liebesduett kreiert, das die große Liebe und Zuneigung der beiden Maria Theresia mit Franz Stephan von Lothringen zeigt. Und seit dieser Zeit heißt auch die Habsburger Monarchie Habsburger Lothringen. Als sie 1740 wegen der pragmatischen Sanktion, es gab ja keinen Erbfolger, einen männlichen Erbfolger, Maria Theresia zur Monarchin ausgerufen wurde, hatte sie natürlich eine sehr, sehr harte Arbeit vor sich. Aber mit ihrem weiblichen Instinkt und auch natürlich mit Köpfchen und Durchsetzungsvermögen hat sie den Wiener Hof und auch Europa reformiert. Schulpflicht und in meiner Oper ist natürlich auch der Krieg drin. Sie hat den Siebenjährigen Krieg bestehen müssen. In meiner Oper ein großes Ballett. Die Hauptrolle spielt der Tod. Aber es wurde überstanden und Maria Theresia hat die Zeit überstanden und hat sich immer um ihr Volk gekümmert. Das heißt, das Mütterliche in ihrer Person war auch immer im Vordergrund. Und das wird auch in der Oper gezeigt, dass das Volk sie liebte. Maria Theresia, eine große Frau, die eines wirklich geschafft hat, eben das Weibliche mit dem Führungsinstinkt damals der Männerwelt zu verbinden. Und ich bin überzeugt, wenn heute Maria Theresia käme, ich weiß nicht, ob sie nicht wieder eine große Politikerin werden würde.